Ach was. Meine Kamera steht hinter mir. Ich hab fast nicht gedacht. Ich will es nur betonen, nicht, dass sie dann den Abflug macht. Sieht man mich? Hallo, seht ihr mich? Ja, ich glaube schon. Ja, solange man Video dreht, sollte man keine Bilder machen. So, hallo zusammen, Freunde auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dennis und ihr seid bei der Pfleka Fotografie. Und wie einige von euch schon unschwer erkennen konnten, bin ich heute Abend in Sigmaringen am Schloss Sigmaringen, um das Schloss mit vorweihnachtlicher Stimmung zu fotografieren. Überall ringsherum Schnee und das Schloss abends bis 22 Uhr beleuchtet. Interessiert euch das? Dann solltet ihr dranbleiben. Ja, willkommen zurück nach dem Intro, liebe Freunde. Ich habe mich heute Abend auf den Weg gemacht nach Sigmaringen, um das hinter mir liegende Schloss zu fotografieren. Sigmaringen mit seinem historischen Schloss, Hohenzollernschloss, immer wieder ein Motiv, das sich lohnt und das ich auch früher gerne oft besucht habe. Ich habe hier mal gar nicht unweit von Sigmaringen gewohnt, als ich mit der Fotografie angefangen habe. Mittlerweile hat es mich wieder in meine Heimat an den Bodensee verschlagen. Aber deswegen kenne ich mich hier natürlich immer noch aus und deswegen bin ich heute Abend hierher gefahren und habe mir das Schloss mal wieder vorgeknüpft. Was wollen wir heute Abend machen? Wir wollen heute Abend drei Perspektiven mitnehmen. Ich hoffe, dass ich das vor 22 Uhr noch schaffe, weil wir haben jetzt mittlerweile schon 21 Uhr. Aber die ersten Bilder habe ich hier hinten schon im Kasten. Die habe ich schon gemacht. Und zwar mit meiner Canon R6 Mark II, dem 14 bis 35 mm 4.0. Die meisten Bilder irgendwo so zwischen 16 und 20 mm auf einer ISO 500 mit einer 30-sekündigen Belichtungszeit. Ich habe immer geguckt, dass ich hier den Vordergrund nicht ganz so mit reinnehme ins Bild, aber ich möchte natürlich auch nachher noch ein paar Bilder machen mit Vordergrund macht Bild gesund und da wollen wir auch noch ein bisschen anknüpfen. Es gibt hier drei Spots, die möchte ich euch heute Abend zeigen. Den ersten, hier stehe ich gerade, direkt gegenüber vom Schloss Sigmaringen, wo man die schöne Spiegelung auf der Donau schön fotografieren kann. Cool ist natürlich heute Abend auch kein Wind, kein Wölkchen am Himmel, beziehungsweise doch, Wolken sind, ein bisschen Nebel auch. Vorhin haben wir schon aber ein bisschen die Sterne durchgesehen. Also coole Bilder sind dabei schon entstanden. Wie gesagt, der eine Spot hier vorne, Donau direkt vorne dran. Den zweiten Spot gibt es weiter hinten. Dort wird das Wasser ein bisschen aufgestaut. Da fließt dann ein kleiner Wasserfall runter. Da hat man zwar nicht mehr ganz so die Frontalsicht auf Schloss Sigmaringen, aber man kann Sigmaringen noch oder das Schloss noch leicht von der Seite mitnehmen. Da wird sich wahrscheinlich ein Hochkantbild anbieten. Aber das werden wir nachher sehen. Und dann gehen wir noch hoch auf den Felsen und machen noch Bilder von oben runter. Vielleicht sogar mit Spiegelung. Wer weiß, das werden wir sehen, ob das von da oben aufgrund der vielen Schneemassen hier momentan, aber es wird wie bei euch allen in Deutschland irgendwo sein oder Österreich oder Schweiz. Danke auch mal an die Zuschauer aus Österreich und der Schweiz. Wird bei euch gleich sein. Es hat viel Schnee hingeworfen, aber genug gelabert. Jetzt die ersten Bilder vom ersten Spot. Wie ich es erwähnt habe, habe ich die Location gewechselt und fotografiere jetzt hier so leicht seitlich drauf. Und hier unter mir ist auch noch ein
der Staufall, wo ich gesagt habe vorhin, der Staufall. Und den habe ich jetzt als führende Linie von unten rechts einlaufen lassen aufs Motiv hin. Ich fotografiere immer noch mit dem 14-35, immer noch auf einer Blende 11 bis 13. Und habe jetzt aber mittlerweile eine ISO 800 oder auch noch immer 500, weil ich einmal mit 30 Sekunden belichtet habe. Da wurde mir das Wasser aber dann zu verwaschen und deswegen habe ich dann mit einer 800er ISO fotografiert, damit ich auf 8 Sekunden runterkomme, damit es nicht ganz so krass verwaschen wird, sondern eher noch ein bisschen mehr auf Wasserfall getrimmt ist. Ich hoffe, die Bilder von gerade eben haben euch schon mal gefallen. Und wie gesagt, ich habe jetzt die Location gewechselt und bin jetzt hierher, um das Schloss von der Seite zu fotografieren. Wirklich cool, wenn es abends noch beleuchtet ist. Allerdings starke Kontraste vom natürlich massiv hell beleuchteten Motiv zum dunklen Staufall, der unten dran ist. Aber auch die Bilder sind cool geworden. Ich blende sie jetzt ein, wünsche euch viel Spaß dabei. Mir ist jetzt gerade noch die Idee gekommen, um die Kontraste etwas von der dunklen Seite unten im Wasser zu nehmen, habe ich hier mein Godox-Licht, was eigentlich ja mein Videolicht ist, genommen, habe es so schräg an den Pfosten gestellt und habe dann den Wasserfall oder den Staufall beleuchtet. Bilder folgen jetzt. Und angekommen am letzten Spot, Schloss Sigmaringen aus erhöhter Position. Leider ohne Spiegelung, macht nichts, sieht trotzdem geil aus. Yes, 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 yes. Die Bilder sind im Kasten. Wir sind am letzten Spot angekommen. Hier oben gehen jetzt gleich die Lichter aus. Es wird gleich 22 Uhr. Man hört es im Hintergrund. Die Kirchenglocken läuten schon. Ja, auch hier oben habe ich natürlich mein 14-35 drauf, denn was bietet sich hier mehr an? Sigmaring noch ein bisschen mit drauf, Schloss noch ein bisschen mit drauf, man kann die Perspektive wechseln. Hier oben nur noch mit einer ISO 320, 30 Sekunden Belichtungszeit, denn hier oben kommt es nicht mehr drauf an, wie lange ich belichte, kein Wasser mehr da und von dem her die Verschlusszeit völlig egal. Und auch mit der Brennweite kann man hier oben wunderbar spielen. Einmal das Schloss fast komplett für sich allein gestellt und dann noch ein bisschen Stadt und City mit dabei. Das war meine Exkursion heute Abend nach Sigmaringen im Landkreis Sigmaringen, Kreisstadt vom Landkreis Sigmaringen und heute Abend vom Schloss Sigmaringen. Es war ein toller Ausflug mit tollen Bildern. Die Spiegelung war perfekt. Kein Wind, kein Treibgut in der Donau, wo die Spiegelung hätte kaputt machen können. Der Wasserfall, der Staufall hat richtig schön viel Wasser gehabt. Und auch hier oben war es wunderbar, runter zu fotografieren aufs Schloss Sigmaringen. Und ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen. Und wenn auch ihr mal in die Nähe kommt, in den Landkreis Sigmaringen, an den Bodensee, es lohnt sich auf alle Fälle, hier hochzufahren und Bilder zu machen, auch bei Tag. Übrigens eine sehr coole Location. Ich habe hier letztes Jahr im Herbst mal ein Bild gemacht, blende ich gerne jetzt ein.
also auch in herbstlichen Farben, sieht das Schloss Sigmaringen bombastisch aus und ist immer ein Motiv wert. Heute mache ich so, dass ich meine Favoriten als letztes jetzt zum Schluss nochmal in voller Länge einblende und ihr sie nochmal genießen könnt. Bleibt also weiter dran, genießt noch die Bilder, meine Favoriten. Sollte euch das Video gefallen haben, würde es mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr die Glocke drückt, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Übrigens wär's von dem her schon allein cool, weil nämlich bisher über 70% meiner Zuschauer noch nicht den Kanal verfolgen. Also, bist du noch nicht dabei, tu's jetzt. In diesem Sinne hoffe ich, ihr bleibt gesund, habt eine schöne vorweihnachtliche Zeit, eine schöne erste, eine schöne Adventszeit mit euren Liebsten und eurer Familie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verbleibe mit besten Grüßen heute von Sigmaringen, von eurem Bodenseefotograf, der Pfleka Fotografie, euer Dennis. Tschüss, bis bald, macht's gut und bleibt gesund.